Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's eigentlich weiter mit Far Cry Primal, aber leider nicht genau an dem Punkt, den wir beim letzten Mal gesehen haben. Und zwar ist mir eine Aufnahme abgeschmiert, eine 20-Minuten-Aufnahme in etwa, oder sagen wir mal 18, so lang dauert ja immer eine Folge. Und zwar hatte ich mich entschieden, nachdem ich diesen netten, sehr süßen Katzenkollegen hier eingefangen hatte, der auch ein bisschen blutverschmiert noch ist, hatte ich mir gedacht, wir machen einfach innerhalb der Missionen so weiter, dass wir diese seltenen, bösen, gemeinen Tiere, dazu gehört, fangen wir hier oben an, dazu gehört das seltene Blutzahnmammut, dass wir das jagen, oder dass wir eben den absolut seltenen großen Narbenbär jagen, oder dass wir eben noch, Achtung, den betenden Stein, nein, den Schneeblutwolf jagen. Und ich hab, wir waren ja irgendwo, ich glaube hier war ja irgendwo der Säbelzahntiger innerhalb dieses Gebietes. Und dann hatte ich mich darauf gemacht, hier diesen Wolf zu holen. Und es läuft halt genauso ab. Du fängst halt hier oben an und gehst immer so dieser Fährte nach und dann kommst du hier unten so an. Und leider ist diese Aufnahme abgeschmiert, da ist zunächst kein Ton drauf, weder von mir noch vom Spiel, warum auch immer, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ist halt mal passiert bei 70 Folgen und somit fällt diese Folge flach. Wir werden jetzt aber gemeinsam einfach das Ende dieser Mission spielen. Storytechnisch habt ihr halt gar nichts verpasst, kann man jetzt erstmal erwähnen. Ihr habt halt nur verpasst, wie ich dann quasi hier die ganze Zeit so, hier, da diesen Spuren folge. Ne? Also das ist so vom Missionsablauf ist es absolut identisch gewesen wie beim Diego hinter mir. Obwohl, Diego wollten wir ihn ja gar nicht nennen. Sind ja gerade die Nashörner aufgeploppt da unten? Ich glaube schon. Hier können wir den Spuren folgen. Oh, uah. Damn, ey. Wie ich immer nicht weiß, welche Taste das ist bei der PlayStation, ey. Nein! Nein, nein, nein! Was war da denn jetzt bitte schön los? Bin ich nicht der unsterbliche Typ, oder was? Oh, Mann. Na, Halleluja. Ich dachte, ich wäre der Typ hier mit meinem Säbelzahn. Wo ist der? Ey, kannst du mir mal sagen, warum du nicht einfach die Pisskatze gefressen hast? Alter. Geht ja mal gar nicht. Und ich wusste gerade wirklich nicht, wo Kreis ist. Bei der Playsee, das geht mir ja häufiger mal so. Was ist da für ein Event? Töte alle oder was? Wie der sich einfach jeden Speer reintut, ne? Kommt ein Wolf und beißt mir ins Bein, ich glaub's nicht. Falsches X, falsches X, falsches X! Na, wenigstens hat der Säbelzahn dem gerade noch den Kopf abgebissen. Meine Güte, ey. Und da hinten kämpft noch ein Bär gerade. Ich glaube, hier müssen wir einfach so, einfach mal auf absolutes Powerheilen umschalten. Komm her, kill den Bär noch. Ey, ich habe jetzt keinen Bock hier drauf, noch irgendwie nochmal direkt am Anfang vom Spiel fertig gemacht zu werden. Wir plündern in der Zeit, während der Säbelzahn sich darum kümmert. Hier, Tushi. Warum hast du nicht den Bär aufgegessen, Alter? Boah, deine Nase sieht ja aus. Ui, 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 ui. Da müssen wir aber zum Tierarzt gehen, du. So. Naja, und so war es halt auch in der letzten Folge, dass ich eigentlich der Spur nachgehen wollte. Und es dann ständig, wie so oft in Far Cry Primal, irgendjemand uns auf den Sack geht und, so, den sollen wir durchsuchen. Warum? Wenn ihr Ereignis abgeschlossen. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht warum, aber wahrscheinlich ging es um irgendwas, was wir vor 100 Jahren mal eingesammelt haben. Irgendeine Aufgabe, irgendwelchen Leuten wieder was abzunehmen. Wer weiß das schon so genau. So, wollen wir eben gucken, was wir hier so dabei haben. Wir haben alle Pfeile. Das können wir jetzt hier machen. Oh, wir können jetzt diese Feuerbomben machen. Ne? Die habe ich auch noch nie benutzt. Vielleicht sollten wir uns die mal vormerken. Naja, gucken wir mal. Sammeln wir mal ein bisschen Äste.
Denn ich vermute, dass wir auch gegen den weißen Wolf da ein bisschen Munition verballern müssen, ähnlich wie das beim Diego der Fall war. Aber ja, wir wollten ihn ja nicht Diego nennen. Aber Diego, jetzt haben wir ja Diego an unserer Seite, also kann uns ja theoretisch doch gar nichts passieren, oder? Ich meine, das ist ja nun mal das heftigste Vieh vor Gott dem Herrn. Und beim letzten Mal habe ich das ja nicht alleine mit dem normalen Säbelzahn. Auch vorbeigeschossen, oder was? Ich weiß, wir hatten auch von hinten angegriffen. Von wem? Okay, du kannst sie da oben fressen. Tut mir leid, auch wehrlose Frauen müssen daran glauben, insofern sie zum falschen Stamm gehören. Mann, du! Das ist, glaube ich, heute nicht mein Tag. So, danke, Diego. Mach ihn einfach fertig. Da läuft noch einer weg, oder? Und die Wölfe hier in der Gegend, die darf man halt auch nicht unterschätzen. Denn die gehören alle zu diesem weißen Wolf-Clan-Rudel und die greifen halt auch übel an. Hätte das gedacht? Mann, noch einer oder was? So. Suchen. Bestie heilen, der geht's noch gut genug. So, jetzt können wir uns da aussuchen, ob wir den rechten oder linken Wolf-Spurpunkt nehmen. Wir nehmen mal den rechten. Ob das jetzt die gute Wahl war, weiß ich nicht. Probieren wir einfach aus. Es bleibt dabei, ich sammle einfach ständig nur Holz, oder? Das wird sich bis zum Ende des Gameplays durchziehen. Oh, komm mal, hier können wir eine Falle bauen. Wo ich, ob ich die benutzen werde? Ach nee, nicht die blöden Venya, auf die hab ich auch, auf die Isila. Die hab ich jetzt gar keinen Bock, ey. Wir wollen lieber den Wolfskampf machen. Warum ist denn hier heute so viel los? Habe ich den Schwierigkeitsgrad erhöht oder was? Mann! Duck dich nicht, wenn ich Pfeile nach dir schieße! Unglaublich. Hier können wir noch eine Falle legen. Weil ich jetzt nicht sicher bin, ob wir die überhaupt brauchen. Aber vielleicht rennt das Wolfsrudel hier immer so entlang. Könnte ja mal sein. Wie geht's dir, Dicker? Heilung? So. Mann, Mann, Mann. Schlagst du schon ein? Stehende Steine nicht helfen Sonnenläufern. Okay, was? Da unten ist noch eine Falle. Ja, habe ich gesehen. Boah, wie ich direkt fast platt bin, ne? Ey, wirklich, ne? Was ist da los? Wieso machen die so viel Schaden? Guck mal, ich bin jedes Mal sofort fast total down. Oh, das ist der weiße Wolf. Schneeblutwolf. Ist der feuerempfindlich? Ja! Einen haben wir getötet. Nutze die Hinweise, um die nächsten beiden Schneeblut-Leitwölfe aufzuspüren. Erstmal häute ich dich, Junge.
volle Gesundheit. Warum macht ihr das nicht? Das habe ich doch festgelegt. Ach, falscher Knopf. So, als Schnellheilen festlegen. Was hat er gerade gesagt? Uri? Man weiß es nicht. Wir gehen mal einfach zu dem anderen Punkt rüber. Das ist da vermutlich... Ich schätze mal, hier müssen wir wahrscheinlich so einen weißen Wolf, und das ist vermutlich dann die Szene, wo wir den weißen Wolf dann zähmen können. Könnte sein, muss nicht sein. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe auch unter irgendeinem älteren Video gelesen, warum hast du nicht zuerst hier die großen, fiesen Tiere quasi freigeschaltet? Und vom Sinn her ist es doch viel logischer, wenn man einen neuen Charakter hat und quasi ein kleiner Bestienmeister ist, dass man zunächst die kleinen Tiere freispielt, also die so oder so hier in der Rangfolge weiter oben stehen, dass man zuerst diese Reihe freispielt. Da fehlt mir sogar noch was. Mir fehlt der seltene Streifenwolf. Also sonst habe ich alle, ne? Ah ne, Zehnbar. Mir fehlt der Dachs. Also auf jeden Fall, dass man erst die hier oben alle freispielt und dann als letztes quasi die besten Tiere hier unten. Ja, dass man als letztes die hier freischaltet. Das finde ich von der Logik wesentlich einleuchtender, als zu sagen, so, ich renne jetzt dahin und versuche mir so schnell wie möglich das stärkste Tier freizuspielen, um dann überhaupt keine Herausforderung mehr zu haben. Fand ich sinnvoller, wenn man das ehrlich gesagt in einer anderen Art und Weise spielt. Oder genau andersrum spielt, dass man zunächst halt die schwächsten Tiere einsammelt und dann nach und nach die immer stärker werdenden. Das Dickweilager. Da sind die Fährten. Sirius, der Fährtenleser. Sollen wir ordentlich Pfeile hier raushauen heute? Ich habe diese blöden Fallen ja noch nie benutzt. Oh, ich brenne. Wie immer. Da, was ist mit dir los, Kollege? Qual Sushalain? Qual Guamash? Sushalain Dramash? Töte Anführer, dann haben die anderen Wölfe Angst. Okay. Oh, uns fehlt Hartholz. Na, und ich sag noch! Lege Fallen oder suche nach dem Leitwolf. Und ich sag noch, wir brauchen mehr Holz. Na, ah, hast du nicht mit gerechnet, ne? Direkt zwei Pfeile in your face, bitch. Hier kommt er. Warum läuft der weg? Das ist ja mal ein Leitwolf. Der Weglaufwolf ist das. Ach, immer brenne ich mit. Totale Verpeilung. Und wieso macht er nicht? Ich habe das jetzt tausendmal eingestellt, dass er das bitte als Dauerheilen machen soll. Das ist immer. Oder habe ich einfach nicht mehr genug? Hier, ich mache jedes Mal als Schnellheilen festlegen. Ich habe nicht mehr genug Grünblätter. Die sind zu oft geheilt in letzter Zeit. Oh Mann, ey, leck mich doch, Alter! Oh.
Boah, meine Güte, der Schwierigkeitslevel steigt verdammt nochmal. Wer hätte das denn gedacht? Dass man noch irgendwann mal in die Bedrulle kommt und nicht so total overpowered in dieser Welt rumläuft. Komisch, oder? Also, empfinde ich jetzt gerade als komisch. Die Wölfe sind aber auch extrem fies. Einmal haben die gerade sehr viel Schaden gemacht, hatte ich so den Eindruck. Dann fehlte uns Grünblatt, um uns gescheit zu heilen. Alles Grünblatt her, bitte, was da ist. Wir nehmen überhaupt alles mit, was da ist. Und, dann fehlt uns eigentlich Holz. Boah. Ungewöhnlich stark jetzt gerade, fand ich. Also ungewöhnlich. Ungewöhnlich stark. Und auch die hatten jetzt gar nicht so einen Schiss vor Feuer, oder? Wie die das ja sonst immer hatten. Dass die halt sofort immer sich verpisst haben. Wenn irgendwas brennt. Und du kannst mal schön an meiner Seite bleiben, Kollege. Taucht der jetzt wieder da oben auf? Da sind auch noch Isila. So sinnlos ein Pfeil hinter denen hergeschossen, ne? Wenn wir schön meine Pfeile wieder einsammeln. So, meine Freunde, ich glaube, das könnte hier noch ein ganz klein bisschen länger dauern, bis ich und der neue Diego den Wolf gefangen haben. Dem geht's wieder verdammt gut. Daher schlage ich jetzt einfach mal vor, ich verabschiede mich aus der heutigen Folge und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Folge sehen, wie ich das verdammte Vieh... Wie ich noch in dieser Folge das verdammte Vieh... Das wurde jetzt leider ausgeblendet vom Kommentator. Ey! Finally, Chandra's wish. Subima Snaiposan. Sushalheim Waika. Okay. Das Horn kam aus dem Norden. Hier sind mir noch irgendwie ein bisschen zu viele Wölfe. Für meinen Geschmack. Ey, ihr seid Wölfe. Ihr müsst euch verpissen, wenn es brennt. Schon, ich gehe jetzt gleich hier drauf noch. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann lösche ich das Spiel. So, meine Freunde, jetzt war es das aber endgültig. Bis zum nächsten Mal. Ich drücke mal Pause und haut rein.